Ja, jetzt steht vor mir Kevin Kischenko. Hallo Kevin, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Vielen Dank. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut, ich bin erleichtert. Ich bin froh, mal 6 Runden geboxt zu haben. Ich fühle mich gut. Ja, du hast ja Heimspiel heute gehabt. Genau. Wie ist das denn so für dich vom Gefühl, wenn jetzt hier so viele Leute dann auch für dich applaudieren und dich anfeuern? Ja, also das Gefühl ist wirklich unbeschreiblich. Ich war auch schon sehr heiß gestern schon. Wirklich, normalerweise bin ich etwas ruhiger vor meinen Kämpfen, aber heute war das schon etwas Besonderes. Und was war so die größte Herausforderung bei deinem Gegner? Bei meinem Gegner die größte Herausforderung heute war, dass er nicht aufgegeben hat. Also der hat bis zum Schluss durchgekämpft. Respekt vor ihm, der hat sehr harte Hände eingesteckt und ist trotzdem da geblieben. Also ist da geblieben und nicht runtergegangen. Ja, und ich meine, du hast ja jetzt erst drei Kämpfe gehabt und er hatte ja schon 67 genau, Kämpfe gehabt. Richtig. Wie ist das denn so vom Gefühl her, wenn du weißt, du bist gegen so einen erfahrenen Kämpfer? Also, ich kann dazu nur eins sagen, ich bin selber auch sehr erfahren. Ich habe im Amateurboxen 130 Kämpfe gemacht. Klar, das ist nicht wie im Profiboxen, aber ich habe den Gegner auch vor dem Kampf analysiert und dann weiß man auch, was auf einen zukommt. Und was sind jetzt so deine nächsten Ziele? Wo geht's jetzt hin? Also mein Plan ist es, nach Amerika anzubinden. Ich will nach Übersee auf jeden Fall und in Amerika dann die großen Kämpfe machen. Boah, da wünschen wir dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg, dass das alles klappt und sind ganz gespannt, was wir noch alles von dir zu hören kriegen. Vielen, vielen Dank.